So, hier sehen wir gerade das Bild aus dem Konrad-Adenauer-Haus. Der CDU-Generalsekretär hält einer kurzen Pressekonferenz, zu einem Pressestatement des Generalsekretärs der CDU Deutschland, Paul Ziemiak. Im Anschluss bleibt dann, wie gesagt, Zeit für ein paar Fragen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Konrad-Adenauer-Haus. Vielen Dank für Ihr Interesse. In diesen Zeiten, die Parteivorsitzenden von CDU und CSU, Armin Laschet und Markus Söder, haben sowohl der FDP als auch Bündnis 90 den Grünen ein Angebot zum Gespräch unterbreitet. Dieses Angebot ist angenommen worden und wir glauben, dass es Sinn macht, darüber zu sprechen, ob es eine Möglichkeit gibt, ein Zukunftsbündnis zu schmieden, was insbesondere die ganze gesellschaftliche Breite und die Themen, die in unserer Gesellschaft diskutiert werden, auch abbildet und Brücken baut. Das könnte eine Koalition für Nachhaltigkeit sein. Nachhaltigkeit in jeder Dimension, bei der Frage des Klimaschutzes, aber auch bei der Frage von Nachhaltigkeit im Bereich der Finanzierung des Staatswesens, bei der Frage von eines modernen Staates, aber auch in der Frage der Digitalisierung unseres Landes. Das im Hinblick gerade auf die jungen Menschen in unserem Land ist ein großer Anspruch und es macht Sinn, dafür zu arbeiten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in diesem Sinne wollen wir miteinander sprechen. Wir machen ein Angebot. Unser Angebot beruht auf unserer inhaltlichen Ausrichtung, die wir festgeschrieben haben, auch in den Beschlüssen, die wir zuletzt getroffen haben, insbesondere auf Grundlage des Wahlprogramms von CDU und CSU. Wir haben gerade im Präsidium darüber beraten. Es gibt eine große Mehrheit dafür, diese Gespräche zu führen. Wir haben auch unsere Delegation zusammengestellt und werden am Sonntagabend um 18.30 Uhr zusammenkommen mit den Freien Demokraten und am Dienstagvormittag mit Bündnis 90 den Grünen. Wir gehen sehr ernsthaft in diese Gespräche und wir gehen natürlich auch mit einer Offenheit bezüglich der anderen Positionen in diese Gespräche, weil wir Brücken bauen wollen, weil es wichtig ist, dass dieses Land gut geführt wird und nachhaltig in die Zukunft geht. Alles andere werden die Gespräche zeigen. Dann die erste Frage bitte, Jörg Blank, dpa. Herr Ziemiak, Sie haben eben gesagt, es gab eine große Mehrheit im Präsidium. Waren nicht alle dafür? Gab es auch Stimmen, die gesagt haben, man sollte jetzt gleich in die Opposition gehen? Und die zweite Frage, nachdem Frau Göring-Eckardt heute gesagt hat, die Union sei im Moment ja weder regierungs- noch sondierungsfähig. Wie wollen Sie denn die Grünen und die FDP überzeugen, dass das anders ist? Das werden wir dann in den Gesprächen tun. Wir sind davon überzeugt, dass wir ein gutes Angebot haben und über dieses Angebot muss man sprechen. Wir haben keinen Anspruch, keinen Rechtsanspruch, aber wir haben ein Angebot und die anderen haben auch ein Angebot und sie haben gute Ergebnisse bei diesen Wahlen erzielt, FDP und Grüne. Wir haben dazu alle Parteien beglückwünscht, die Zuwächse bei dieser Bundestagswahl erzielt haben. Und jetzt geht es darum zu schauen, welche Koalition möglich ist. Wir sind uns einig, dass wir in diese Gespräche gehen. Das war die große Mehrheit, wie ich jetzt gesagt habe, im Präsidium. Ja, es gab auch andere Stimmen, die gesagt haben, nein, wir finden, jetzt sollten die anderen erstmal miteinander sprechen. Das ist so und deswegen sage ich das hier auch in aller Offenheit. Aber es gibt eben diese große Mehrheit im Präsidium. Und zu der Frage der Sondierungskoalitionsfähigkeit, das ist eindeutig, wenn CDU und CSU das Angebot machen zu Gesprächen, dann stehen wir da zusammen und machen ein gutes Angebot und dann muss man schauen, wie damit umgegangen wird. Große Offenheit, liebe Zuschauer, also bei der CDU für die Sondierungen über eine mögliche Jamaika-Koalition. Das war Paul Ziemiak, der CDU-Generalsekretär, der hier kurz aufgetreten ist nach der Präsidiumssitzung seiner Partei. Mehr zum Machtpoker nach der Bundestagswahl sehen Sie gleich auch in unserem News-Spezial um 15 Uhr.